Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, ich bekomme von allen Richtungen gerade die Information, dass es sehr, sehr anstrengende, fordernde Energien wieder sind. Ja, um die November, Dezember, Januarzeit ist es immer irgendwie schwierig. Warum auch immer, das habe ich in den letzten Videos auch schon immer gesagt. Das wird auch von vielen so ja, kommuniziert. Und ich dachte mir, wenn es so herausfordernd ist, dann nehmen wir uns doch mal das Krafttier-Orakel und schauen mal, ob die uns irgendetwas zum Sagen haben. Welches Tier wird uns begleiten? Welches Tier hat uns was zu sagen? Einfach einmal ein bisschen, um uns ja, gegenseitig Kraft zu spenden, sage ich jetzt mal. Gell? So, lieber Gott, ich bitte um eine Information, welches Krafttier unterstützt uns, was hat uns die geistige Welt zu sagen. Ich bitte um einen Stopp. Stopp. Diese Karte. Wie passend. Es ist der Otter. Du bist niemals alleine. Wir sind zwei in einem Herzen, wunderschön. Ja, das ist eine schöne Botschaft. Bei dem ganzen fordernden Energien, bei dem ganzen traurigen Themen, die wir durchleben müssen, bei all diesen herausfordernden Zeiten, die wir jetzt einfach gerade alle durchleben, jeder auf eine andere Art und Weise, ja, der eine verliert wichtige Menschen partnerschaftlich oder auch, dass sie wirklich für immer gehen von dieser Erde, für immer, ja, weil sie versterben oder weil einfach der Freundesbekanntenkreis sich massiv so verändert, vielleicht auch gesundheitliche Veränderungen, die herausfordernd sind, vielleicht wenn man sie selber hat oder im Freundesfamilienkreis, ja. Beruflich, also es ist gerade ganz, ganz viel im Umschwung, auch Umzug, wirklich lebensverändernde Situationen. Und der Otter sagt dir, du bist niemals alleine. Du hast immer Menschen in deinem Leben, die dich irgendwo unterstützen auf die ein oder andere Art und Weise. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, beruhigende Botschaft. Ich finde, damit können wir sehr schön jetzt in die nächste Legung hineingehen. Das ist jetzt einfach mal eine Botschaft. Jetzt weiß ich nicht, ob dann halt auf diese Botschaft hier aufgebaut wird. Ich werde einen Weg legen. Oder ob die Botschaft für sich alleine steht. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen. Lieber Gott, ich bitte um Informationen fürs Kollektiv. Was darf ich heute Schönes weitergeben? Ich bitte um einen Stopp. Ich muss jetzt mal gerade schauen, ob ich das Mikrofon perfekt habe. Ich hoffe, es ist gut, dass es ihr nicht hört, dass es knackt oder dergleichen. Es ist immer so eine Kunst für sich, das Mikro so hinzuheften, dass es nicht stört, dass man aber trotzdem gut reinsprechen kann. Und dass es aber auch nicht irgendwo schabt oder scheuert. Und das bekommst du erst mit, wenn es dann hochgeladen ist. Oder wenn man es sich dann einmal angeschaut hat und sagt, okay, entweder ich lasse jetzt die Legung fallen deswegen oder ich akzeptiere, dass die Qualität nicht optimal ist. Ja. Also ich hoffe, es ist perfekt. So, dann schauen wir doch mal hinein, was uns die Karten heute mitteilen wollen. Ich muss sie umdrehen. Ja. Ja, also das ist das, was ich gerade vorhin schon am Anfang gesagt habe. Die Zeiten sind sehr herausfordernd. Ist wirklich hier, mein Zeigestab wieder. Es ist wirklich so, dass neue Kapitel, neue Bücher geschrieben werden. Also für die eine oder andere Person ein neues Kapitel und für die eine oder andere Person wirklich ein komplett neues Buch geöffnet wird, neu und dann geht's los mit dem Beschreiben. In vielen Bereichen ist es Thema Umzug oder Familie.
Ja, in vielen Bereichen ist es auch ein Bereich, dass du, also eine Situation, dass du gewachsen bist, dass du gereift bist, dass du aus der Vergangenheit gelernt hast, aus diesen Büchern, die schon geschrieben sind, ja, die du auf die Seite geschoben hast, hast du ganz viel mitgenommen, viel Weisheit, viel gelernt und du wirst es jetzt in dem neuen Buch quasi neu umsetzen. Gerade im familiären Bereich, im freundschaftlichen Bereich auch, ja. Du bist die Schlüsselperson, du hast den Schlüssel in der Hand, die Türe ist offen, hier in dem ist das Geschenk in diesem Käfig, ja. Da bist du und du hast jederzeit die Möglichkeit, die Tür auf und zuzumachen. In der Vergangenheit warst du der Meinung, du wirst gelenkt, fremdbestimmt. Und das scheint jetzt soweit bei dir im Bewusstsein zu sein, dass du weißt, es ist nicht fremdbestimmt dein Leben. Du hast selber den Schlüssel in der Hand. Und wenn du merkst, aha, es ist wieder eine Situation, ich habe das Gefühl, ich werde von außen manipuliert, aus welchem Grund auch immer, ja, beruflich, privat, irgendwie, dann wird dir das gewahr und du wirst den richtigen Weg finden, dass du wieder in deine Kraft, in deine Mitte kommst und in deine Wahrheit, ja. Denn nur wenn jemand meint, er muss dir jetzt da irgendwie seine Wahrheit aufdrücken, jetzt solange nicht, dass es auch deine Wahrheit ist. Und das ist jetzt Zeit zu erkennen. Das heißt einfach großer Umschwung in deinem Leben. Hier zeigt es mir an, du hättest gerne was Stabiles, aber das ist momentan nicht möglich. Hier siehst du das Wasser, das ist, ich zeige es dir mal in die Kamera rein. Das Wasser unten ist sehr, sehr rau, sehr wild. Und du wünschst dir die Stabilität vom Anker, aber momentan ist es eben nicht stabil. Ja? Da kommt jetzt wieder der Otter, du bist nicht alleine. Du hast Freundes, Bekanntenkreis, Menschen, familiär, die einfach da sind für dich. Ja? Wer auch immer das ist oder auch im Berufsleben, wenn du eine gute Kollegin hast, einen guten Kollegen oder einen super Chef, super Chefin. Die können dich unterstützen, aber du wirst einfach, das Problem ist einfach, wenn wir was Neues beginnen, dann sind wir unsicher. Ja, die alten Sachen, da sind wir sicher, wir wissen genau, das funktioniert. Wenn ich A, B, C mache, funktioniert das genau nach Schema F. So, jetzt wirst du aber aufgefordert, neues Leben zu leben. Als Beispiel, du bist gekündigt worden und du fängst jetzt an in der Selbstständigkeit oder du fängst jetzt an mit einem neuen Job und das ist vielleicht auch ein komplett anderes Gebiet oder du bist einfach unsicher, auch wenn es das altbewährtes Gebiet ist. Neue Umgebung vielleicht, neue Themenbereiche, neue Kollegen, wie wird's? Das ist einfach jetzt nur ein Beispiel, damit ihr wisst, warum ich meine, es wird vielleicht herausfordernd werden oder ein bisschen unruhig. Ja, da ist eine Unruhe da. Der Berg zeigt mir an, ja, da sind Blockaden da, die zu überwinden sind, aber das sind Blockaden, die du dir selber auch gelegt hast. Ja, also zum Beispiel, du fangst einen neuen Job an und dann bist du erst einmal unsicher und dann bist du vielleicht eine Person, die erstmal in den Rückzug geht. Ja, die sagt, ich schaue mir das jetzt erstmal an. Und das zeigt es an. Also das zeigt an, dass du einfach gerade, vielleicht gerade selber dir ein bisschen im Weg stehst, ein bisschen blockierst. Das ist aber nicht negativ in dem Sinne, sondern einfach ja, da gibt es einen Ausdruck, mir fällt da gerade nicht ein. Also auf alle Fälle ist es einfach, ja, nur natürlich, dass wenn man was Neues startet, dass man einfach in Unsicherheit, in unsichere Gewässer kommt, ja, dass man einfach unsicher ist und sich ein wenig zurückzieht. Das ist nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, mit Bedacht zu handeln ist immer ratsam und einfach auch immer wieder in sich hineinfühlen, hier sich zurückzuziehen. Reinfühlen, wo bin ich, wo stehe ich, wo will ich hin, bin ich immer noch richtig, fühlt sich es immer noch gut an, der neue Weg, den ich gehe, ist es immer noch der richtige Weg, muss ich nochmal feinjustieren, ja. Und das ist immer ratsam und ja, einfach, es zeigt eigentlich nur an, was ich gleich am Anfang an Energien euch so mitgeteilt habe. Es wird ein bisschen ruckelig, es wird ein bisschen rumpeln und du wünscht dir sehr stark eine Stabilität wieder zurück, eine Stabilität, in der du dich wohlfühlst. Wenn du zum Beispiel umziehst, dann wirst du dich einfach im neuen Zuhause wieder so einrichten, damit du dich wieder wohlfühlst, damit du wieder Stabilität hast, einen Rückzugsort. Ja, sowas zeigt es auch an.
Und wenn du hingehst und sagst, ja, als Beispiel, ich habe jetzt eine Familie gegründet oder ich bin gerade schwanger und jetzt kommen die Zweifel, bin ich eine gute Mutter, bin ich ein guter Vater, ja, kann ich das überhaupt? Jetzt war ich so kaltschnäuzig, ich sage, ja, zack, bin ich schwanger und jetzt ist es soweit und jetzt kommen Zweifel. Das ist einfach ein ganz normaler, natürlicher Prozess, dass man sich immer wieder auch in Frage stellt und ja, es wird auch immer mal turbulent werden. Klar, wenn man ein Kind hat, ein neues Kind dazukommt, ein neuer Mensch, ein neues Wesen. Das ist also, ich habe zwei Kinder und ich habe immer gedacht, jetzt bin ich gespannt, wann das Handbuch dazukommt. Ja, es wird nie kommen, ich sag's dir, es wird nie kommen. Du wirst dich einfach als Mutter, als Vater intuitiv in dieses Thema hineinfühlen, so wie jede andere Person auch vor dir, also jede andere Mutter und Vater auch. Und dann wirst du das auch meistern. Und Fehler wirst du machen. Da kann ich dir schon Brief und Siegel für geben. Du wirst Fehler machen und es ist in Ordnung. Du darfst Fehler machen. Wir sind Menschen. Menschen machen Fehler. Schön ist es, wenn man dann daraus lernt. Genau. Aber so, also das sind so die Themen jetzt gerade, die auf dem Tisch liegen und das Schöne ist einfach, dass man vorab schon die geistige Welt gesagt hat, du bist nicht alleine, alles wird gut. Ja, ich zeige es nochmal in die Kamera rein. Da ist diese Geborgenheit auch, dieses Miteinander. Ich hoffe, dass ihr es sehen könnt und es ist nicht spiegelt. Ich drehe es ein bisschen unterschiedlich. Und einfach, ja, ihr seid nicht alleine und jetzt sagt mir gerade die geistige Welt, ich sehe das Herz. Hör auf dein Herz, hör auf dein Gefühl. Das ist ganz wichtig. Und was jetzt auch noch interessant ist, mir wird gerade gezeigt, die 42 und mir wird aber gerade gezeigt, Weihnachten 24. Also vielleicht ist auch das für die eine oder andere Person ein Wink des Schicksals, des Himmels, dass am Weihnachten irgendetwas passiert, was dich komplett in eine neue Richtung bringt. Und bitte habt jetzt keine Angst, das ist nicht immer alles negativ. Also eine neue Richtung kann auch positiv sein. Als Beispiel, du hast erfahren, dass jemand krank ist und an Weihnachten trefft ihr euch und dann heißt du, ich bin wieder auf dem Weg der Besserung. Dann ist das ein neuer Weg, den du erfahren wirst, ja. Dass ein neuer Weg sich aufgetan hat, aber im positiven Sinne, und zwar im Sinne der Genesung. Somit nicht Angst haben, habt keine Angst, das ist relativ neutral hier, emotional für mich relativ neutral hier. Es zeigt nur an, es wird sich in eurem Leben was verändern, in deinem Leben was verändern, in dem Leben deines Partners, deiner Partnerin, familiär. Vielleicht bist du auch nur in der zweiten Reihe da, dass dein Bruder sagt, du, ich werde Papa und jetzt wird sich da ganz viel verändern. Kannst du mich eventuell unterstützen? Ja, das kann auch sein, dass du, aber tatsächlich ist das nur wirklich für wenige Personen gedacht. Also normalerweise ist das hier eine Sache für dich persönlich, soll ich so durchsagen, aber es gab halt einfach auch eine Situation für die eine oder andere Person, die da jetzt groß ist. Als Beispiel, du wirst Oma und du fährst an Weihnachten. So, liebe Mama, ich werde Mama oder ich werde Papa. Und ja, so wie wir es immer besprochen haben, wir hätten dich gerne als Babysitter, als Unterstützung. Ja, dann wird sich dein Leben signifikant verändern aus dem Nichts heraus. Fremdbestimmt, ja, irgendwo. Aber doch ein Herzenswunsch wird da erfüllt. Also wie gesagt, keine Angst vor Veränderungen. Veränderungen gibt es immer wieder im Leben, die sind wichtig. Sonst würden wir immer auf der Stelle treten und es würden auch keine positiven Veränderungen reinkommen, weil auch positive Veränderungen sind Veränderungen. Somit, ja, freut euch auf diese Zeit. Du wirst sie meistern, ja, du bist intelligent genug dazu, du hast viele Erfahrungen sammeln können in der Vergangenheit, du schaffst das, du wirst es meistern, aber es wird halt auch einmal turbulent hergehen, du wirst auch einmal verunsichert sein, Unsicherheiten kommen und gehen, das ist so, es ist wie so ein Wellengang, ne? Auf und ab. Es ist so und du wirst es aber meistern und manchmal ist es auch gut, dass man sich mal zurückzieht, nochmal kurz überlegt, was ist meine Aufgabe dabei und wie kann ich das alles meistern oder auch einfach mal. Ja, sich auch mal abgrenzen, kommt gerade durch. Wenn du hier was Neues startest,
dann ist vielleicht auch einmal Zeit, dass du für dieses Neue dich abgrenzt, anders vielleicht jetzt einmal auf die Seite schiebst. Und ja, wenn du zum Beispiel sagst, du musst jetzt umziehen, dann kannst jetzt du nicht Halligalli machen, dann kannst du jetzt nicht tanzen gehen und auf jeder Hochzeit tanzen, sage ich mal, sondern dann wirst du dich zurückziehen und sagen, du, es tut mir leid, aber ich muss jetzt umziehen. Ich habe noch so viele Sachen, ich brauche eine neue Küche, ich brauche neue Bademöbel, ich brauche ein neues Bett, wie auch immer. Ja, das muss alles organisiert werden, ich muss alles packen, ich brauche Umzugsunternehmen vielleicht oder Helfer, ein Auto, wie auch immer. Das ist einfach normal, dass man sich dann auch zurückzieht. Ja? Also ihr seht anhand meiner Beispiele, es ist nicht alles mit Angst zu behaftet, sondern das sind, oder ja, dass das alles immer negativ ist, sondern das ist einfach ein ganz normales, natürliches Verhalten. Wenn du schwanger bist und dir geht es vielleicht nicht gut, weil du mit Morgenübelkeiten zu tun hast, dann wirst du dich zurückziehen, ganz, ganz klar. Dann wirst du nicht sagen, ja, ich gehe jetzt mit meinen Mädels wie jeden Samstag zum Brunchen oder zum Sonntag, sondern du wirst dich zurückziehen und wirst sagen, geht ja mal ohne mich brunchen, ja. Ich bin froh, wenn ich irgendwie durch diese Zeit komme. Das sind einfach Beispiele, dass ihr seht, es ist nicht immer alles negativ eine Veränderung, sondern es kann auch positive sein oder es kann einfach eine Situation sein, also situationsbedingt quasi, dass man dann auch mal ein bisschen zurücksteckt. Genau. So, jetzt halt in diesem Sinne, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, schaue ich hinten drauf, schaue ich nicht hinten drauf, ich schaue hinten drauf. Was sind hinten? Ja, Masken fallen. Also ist in dem Falle ist es nur so halb wichtig für dieses ganze Thema. Also in dem Fall fühle ich hinein und das hört sich an, oder ja, es hört sich an, als ob sie mir sagen wollen, dass vielleicht auch ein Geheimnis aufkommt, wie gesagt, dass du hörst, dass du erfährst, du wirst Oma oder du wirst Vater, ja. Also Mutter, dass du Mutter wirst, das wirst du als erstes wissen, klar. Das wird das vielleicht auch nicht unbedingt der 24. sein. Aber ja, oder vielleicht auch ist es, vielleicht ist es so, dass du wirklich beim Arzt bist und sagst, herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt schwanger. Ja? Vielleicht hast du es dir schon ewig versucht. Vielleicht warst du in einer Kinderwunschklinik und du wirst es jetzt dann in den nächsten Tagen erfahren, dass es geklappt hat. Ja? Also dieses Thema zeigt mir jetzt gerade einfach nur an, dass was Neues auf dich zukommt. Und dass du auch vielleicht Geheimnisse erfahren wirst, die dein Leben verändern. Vielleicht kommt jetzt eine Chefin, ein Chef auf dich zu und sagen, so, hier, neues Angebot, du könntest jetzt, du wolltest immer schon nach Amerika, du hast jetzt die Möglichkeit, jetzt hiermit, ja, du hast jetzt die Möglichkeit, nach Amerika zu ziehen. Du schaffst das alles, ich gebe dir die Möglichkeit dazu, das wolltest du schon immer haben und das war ein Geheimnis, das steht schon länger auf dem Plan, aber ihr dürft noch nichts sagen. Das ist so irgendwas in diese Richtung, ja? Genau, oder du bekommst einen Heiratsantrag, soll ich sagen. Du bekommst einen Heiratsantrag und das ist alles hier noch so ein bisschen verborgen und auch hier nochmal dieses Thema verborgen und jetzt wird es geöffnet und es kommt eine Familiengründung und ein neues Kapitel bzw. ein komplett neues Buch des Lebens beginnt für dich. So, für mich ist heute alles gesagt. Es kommt jetzt auch nicht mehr weiter irgendwas durch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so war, freue ich mich über ein Like. Ich freue mich immer über Kommentare von dir. Ich freue mich, wenn du mich abonnierst, kostenfreies Abo. Drück auf die Glocke, das ist ganz wichtig. Dann erfährst du immer sofort, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und du kannst mir auch gerne sagen, wenn du spezielle Wünsche hast im Thema Bereichen und du sagst, ja, ich hätte gerne mehr die Liebe oder ich hätte gerne Auswahl, Orakel, Thema Gesundheit würde mich interessieren. Einfach, dass du mich da gerne ein bisschen abholst, wenn du denn möchtest. Und ansonsten werde ich einfach weiter so meine Karten legen und alle Themen, die gerade anstehen, einfach ansprechen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Ich wünsche euch viel Kraft und dass diese aufregende Zeit, die da irgendwo ja auch kommt, dass ihr die gut meistern könnt. Ich wünsche euch viel Selbstvertrauen und eine gute Zeit mit euren Familien, Freunden und freue mich, wenn wir uns wieder sehen und hören. For Health, for Energy, eure Daniela.